meine, ich habe jetzt schon zig Jahre Racing-Erfahrung und musste halt auch durch die ganz harte Schule gehen, früher noch. Wir haben alles selber vorbereitet, selber gefahren. Das war halt damals schon ein riesen Lernprozess, den ich durchgemacht habe. In die WM aufzusteigen war natürlich unglaublich, endlich geschafft. Waren auch noch manchmal gute Ergebnisse dabei, aber immer mehr Probleme. Man hat viel Stürze gehabt, technische Defekte. Ich habe mir dann in Misano, das war vielleicht der große Wendepunkt, mehrere Rückenwirbel gebrochen. Komplett wieder von vorne angefangen, aber wenig Nachwehen übrig geblieben. Ich habe eine sehr gute medizinische Crew gehabt. Bin dann erst zum Lausitzring wieder zurückgekommen. Und von da an war es eigentlich ziemlich schwierig, wieder gute Ergebnisse zu erzielen. Und leider ist es dann die ersten drei Rennen 2017 nicht gelungen, damit wir auf die Erfolgsspur zurückkehren. Als ich dann den Rückschritt in die IDM gemacht habe, zu meinem ursprünglichen Team, war sofort das Lachen und der Spaß zurück und der gesamte Zusammenhalt wieder da. Und jeder hat an einen Strang gezogen, es ging wieder richtig vorwärts. Das war halt schon das Ziel, die IDM zu gewinnen von Anfang an. Aber die ersten Trainings, die ersten Rennen, wollte ich erst mal wissen, ob ich es noch kann. Es war dann relativ schnell klar, dass wir wieder richtig, richtig schnell sind und dann ganz vorne dabei sind. Und ich wollte mich unterscheiden, ich wollte zeigen, dass ich es kann und dass wir oder alle besser sind, wie man eigentlich gemeint hat. Man muss sich ein bisschen distanzieren, um für höhere Aufgaben sich zu empfehlen. Das ist uns zum Glück gelungen, das war unser Ziel und Plan. Leitz war eins von den besten Wochenenden, weil es ist für mich einfach die beste und geilste Rennstrecke, die es auf der ganzen Welt gibt. Und da haben wir mit extremem Vorsprung gewonnen. Hockenheim war besonders aus meiner Gegend, waren ein Haufen Leute da. Wir haben am Sonntag eine schöne Abschlussfeier gehabt. Also es war wirklich gut besucht und ich denke, dass da schon Aufschwung da zu spüren war in der Saison. Also es war überall, denke ich mal, tendenziell mehr Leute da als sonst. Und es wäre schade, wenn man das nicht fortführen könnte. Ich bin nach dem ersten Rennen am Nürburgring zusammen mit dem BMW LRP Poland Team in 8 Stunden Slowakia und 8 Stunden Oschersleben mitgefahren. Haben in Oschersleben leider einen Sturz zu verzeichnen gehabt. Im Slowakia-Ring sind wir Fünfter geworden. Das war eine coole Sache. Und dann bin ich das 24-Stunden-Rennen beim Team Penz 13 mitgefahren. Das war eigentlich das Highlight in der Endurance-Meisterschaft für mich dieses Jahr. Mit dem Team, wo ich schon öfter gefahren bin, mit Penz, ein super Bike und ein riesen Zusammenhalt zum Spüren im Team. Ich habe zwei super Kollegen gehabt aus der Isle of Man, Danny Webb und Alex Polita. Und waren am Abend im Rennen immer vorne dabei, bis auf den technischen Weg kurz am Anfang. Haben uns aber dann die ganzen Rennverlauf wieder nach vorne gearbeitet und sind im Endeffekt dann Zweiter geworden bei dem legendären Rennen. Und das war, ja, da läuft es mir immer noch kalt runter eigentlich. Ab dem ersten Rennen in Nürburgring haben wir schon gesehen, dass wir wieder dort sind, wo wir sein wollen. Und dann haben wir schon geplant, wenn alles gut geht, fahren wir am Lausitzring bei der World Superbike mit, haben wir ein Bike aufgebaut. Wir haben nur einen Test gehabt davor, 2 Tage Lausitzring. Und der letzte Stand vom Bike ist ja dann erst zum Rennwochenende fertig geworden. Und haben am Wochenende eigentlich die richtige Feinabstimmung vorgenommen und sind jeden Tag nochmal ein richtiges Stück schneller geworden. Eigentlich ganz zufriedenstellend am Ende. Zweimal Top 10 erreicht und auch in den Qualifyings oft vorne dabei gewesen, was ja, vielleicht das Highlight der Saison war. Im September bin ich mein allererstes Rennen gefahren auf der Langbahn. 1000 Meter Sandbahn. Zuvor nur einen Test gehabt und in der B-Lizenz bin ich dann Zweiter geworden gesamt. Haarscharf am Sieg vorbei, weil er einfach nur nicht die Erfahrung gehabt hat, wie man den Strahl ausweicht und ich habe überhaupt nichts mehr gesehen. Ich habe nur noch geschaut, damit ich nicht in die Bretter fahre. Bin dann Zweiter geworden. Ja, ich habe seit längerem guten Kontakt zu KTM, MotoGP. Wie ich dann zurückgekommen bin in die IDM,
habe ich wieder Kontakt gehabt zu KTM und haben dann auch für Ende Saison, wenn alles rum ist, einen Test vereinbart und das dann auch durchgeführt. Und das war nochmal ein riesen Erlebnis letztes Jahr für mich. Das war wie ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Man hat erstmal einen riesen Respekt vor dem Aufgebot und vor dem Bike. Aber ich habe, der Waldi hat zu mir gesagt, du wirst sehen, das ist auch nur ein Motorrad, sagt er. Aber man hat ja wirklich einen gewissen Respekt, man steigt auf. Das Ding ist höllisch laut, es hat ultra viel Leistung, das ist halt einfach schon mal das Spektakulärste, sage ich mal. Aber ich bin auf alle Fälle mit Rins und mit Janone mal gemeinsam mit Kurve reinbogen. Das war schon ein Hammer-Feeling eigentlich. Und auch mit den anderen Werksfahrern von KTM, Espargaro und Smith, sich da eine Box zu teilen, das ist es war echt eine super Erfahrung. Nach Hockenheim war die Saisonplanung für 2018 bereits abgeschlossen. Wir fahren Superstock 1000 in der EM. Und als Vorbereitung hat das Team entschieden, damit wir in Jerez Gaststadt machen. Und sind damit wenig Erwartungen eigentlich runtergefahren und wollten mal schauen. Es sind ja ganz andere Reifen. Im Fahrwerk ist ein bisschen was anders. Und haben dann relativ schnell gute Ergebnisse eingefahren in den Trainings und haben das Rennen dann haushoch gewonnen. Das war der Wahnsinn eigentlich. Wir haben ein neues Moped, 2018er BMW. Fahren wir wahrscheinlich in Almeria das erste Mal im März. Da freue ich mich am meisten. Die ganze Crew wieder zum Sehen nach der ganzen Winterpause. Und das neue Moped zum Fahren, das ist immer, das ist wie ein Geburtstag. Das Ziel ist ganz klar Superbike WM für mich, für unser Team. Wir wollen 2019 einsteigen. Das ist unser Fernziel und alles daraufhin müssen wir jetzt vorbereiten. Wir brauchen jetzt eine gute Saison 2018 in der Superstock. Wir wollen uns da empfehlen und dann schauen, gemeinsam idealerweise als Fahrer- und Teamkombination aufzusteigen. Aber das wäre halt schon für uns das gemeinsame Ziel.